Vielen herzlichen Dank. Können Sie mich gut verstehen? Ja, bestens. Wunderbar, das freut mich sehr. Also ich bitte um Verständnis, ich bin im Ausland unterwegs und habe nur ein kleines Zeitfenster zur Verfügung. Ich freue mich sehr über diese Einladung und die Möglichkeit, Ihnen hier einen Input geben zu können. Das Thema, das ich hier gestellt bekommen habe, ist relativ einfach zu betrachten, wenn wir eine Einwilligung des Patienten haben, der vollständig informiert in die Forschung mit seinen genetischen Daten einwilligt. Deswegen will ich mich dieser einfachen Konstellation gar nicht zuwenden, sondern schauen, was ist denn, wenn wir mit genetischen Daten forschen und es liegt keine Einwilligung vor. Diese Situationen sind gar nicht so selten. Ich selbst habe vor über 10 Jahren in einer Zeitschrift Datenschutz und Datensicherheit noch die Auffassung vertreten, dass die genetischen Daten alleine noch keine Persönlichkeitsrechte haben können, weil sie nicht mit einer Person in Verbindung gebracht werden können, weil grundsätzlich der Aufwand viel zu groß wäre, festzustellen, wem die genetischen Daten zuzuordnen sind. Ja, das habe ich damals auch gedacht. Und dann kam 2015 in Nature die Publikation von Yaniv Ehrlicher, der gezeigt hat, dass man zumindest in den USA mit öffentlich verfügbaren Daten aus etlichen Datensätzen oder Schnipseln, die einem vorliegen, tatsächlich auch Identitäten herausarbeiten kann. Deswegen müssen wir ja schon ein besonderes Augenmerk auf den Persönlichkeitsschutz legen, wenn wir mit genetischen Daten forschen. Was habe ich Ihnen für meinen kurzen Impuls mitgebracht? Ich möchte über Eigentumsrechte an Blut- und Bioproben sprechen, über die Persönlichkeitsrechte und dann ein paar Tipps zum praktischen Vorgehen machen. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier die Fälle betrachten, bei denen bei der Blut- oder Gewebeentnahme keine vertragliche Übereignung an das Labor erfolgt. Also es gibt keinen Vertrag zwischen Laborarzt und dem Patienten, in dem man sagt, das, was du jetzt hier an Blut abgibst, das wird ins Eigentum des Labors übergehen. Die herrschende Meinung ist hier vielmehr, dass das Eigentum im Labor dadurch begründet wird, dass es vom Patienten zurückgelassen wird. Wir Juristen sagen dazu eine Dereliktion, also die Aufgabe am Eigentum. Wer da sich dieser Auffassung nicht zuwenden mag und sagt, da gibt es aber noch Eigentumsrechte, der wird dann auf der zweiten Stufe feststellen, dass das Eigentumsrecht erlischt, weil derjenige, der vom Labor die Blutprobe übernimmt, um damit zu forschen, wird im Regelfall davon ausgehen, dass der Patient kein Eigentum mehr daran hat, sodass ein gutgläubiger Erwerb vorliegt. Das ist eine Legalfiktion, die für Nichtjuristen immer ein bisschen schwierig ist, aber die Literatur ist sich im Großen und Ganzen einig, dass bei Blut- und Gewebeentnahmen, die zurückgelassen wurden, keine Eigentumsrechte des Patienten bestehen. Und es gibt auch im Völker- und Europarecht keine allgemeine Auffassung, die den Verkauf von menschlichen Körpersubstanzen generell verbietet. Also sind wir auch hier in einer rechtlichen Würdigung, die durchaus konsensfähig ist. Ich halte fest, mögliche Eigentumsrechte stehen also einer Forschung mit den genetischen Daten aus einer Blut- oder Gewebeentnahme nicht entgegen. Jedoch Persönlichkeitsrechte. Wir gehen davon aus, dass das Persönlichkeitsrecht durchaus betroffen ist, wenn genetisches Material enthalten ist in einer Probe. Und ich glaube, das brauchen wir hier auch in diesem Kreise nicht zu diskutieren. Das ist so. Und im Regelfall hat der Patient dann aber bezüglich dieser Probe die Nutzung weder ausdrücklich erlaubt noch ausdrücklich verboten. Ich nehme jetzt mal die Fälle aus, Richtung Sebastian Semmler, in denen die Patienten über den Consent so etwas schon erklärt haben. Da ist das ja enthalten. Das haben wir aber vielerorts noch nicht. Wie ist es denn nun? Wir sind es ja gewohnt zu sagen, dann regeln wir das über eine Einwilligung des Patienten. Wenn der Patient in dem Moment, in dem er bei seinem Hausarzt Blut abgibt und der schickt das in ein Labor, wenn der Patient jetzt in diese Nutzung schon einwilligen müsste, dann wäre in dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, ob das Blut überhaupt dafür verwendet wird. Und es wäre auch noch nicht klar, für welchen Zweck es verwendet wird. Und das ist auch der Grund, weshalb das im Regelfall unterbleibt, weil es auch vom Aufwand her nicht umsetzbar ist. Und das heißt, wir sind jetzt in einem Bereich, es liegt keine Einwilligung des Patienten vor, aber es gibt einen Forscher oder ein forschendes Unternehmen, das sagt, wir brauchen dein Blut, wir möchten damit etwas machen. Und jetzt wägen wir die Grundrechte ab, indem wir zunächst einmal auf den Zweck schauen und sagen, was wollen wir denn damit erreichen? Und Forschung und Entwicklung, Leistungsbewertungsprüfung, Qualitätskontrolle, das sind alles legitime, anerkannte Ziele einer solchen Forschung. Auf Seiten des Forschers sind an Grundrechten ins Feld zu führen die allgemeine Handlungsfreiheit, die Forschungsfreiheit, die Berufsfreiheit und, wie oben bereits besprochen, das Eigentumsrecht an der Probe. Auf Seiten des Patienten haben wir nun das allgemeine Persönlichkeitsrecht,
Wir müssen berücksichtigen, was machen wir denn eigentlich mit dem Blut, was auf den Patienten zurückschlagen kann? Wie groß ist die Menge des verwendeten Materials? Und was sind die möglichen Konsequenzen für den Patienten? Und damit sprechen wir natürlich jetzt das an, was ich eingangs schon sagte, inwieweit ist es möglich, eine genetische Probe zu anonymisieren. Nun, zunächst einmal ist es vorstellbar, dass die Blutproben über eine Referenzliste pseudonymisiert werden. Das heißt, sie sind dann für den Empfänger relativ anonym, aber die Liste ist noch da und damit handelt es sich um personenbezogene Daten, die nach dem Datenschutzrecht auch der DSGVO unterfallen. Gibt es keine Referenzliste, sind die Daten auf den ersten Blick anonym, aber sie unterliegen dem Risiko der Reidentifikation. Mit den sinkenden Kosten der genetischen Diagnostik steigt auch die Zahl der Referenzproben. Und insbesondere, wenn man ein Verdachtsmuster nachgeht und schon ein gewisses Kontingent von Menschen im Blick hat, denen möglicherweise diese Blutprobe entnommen sein könnte, dann lässt sich in der Tat durch die Vernetzung von Datenbanken oder auch durch die Verknüpfbarkeit öffentlich zugänglicher Informationen ein Reidentifikationsrisiko realisieren. Deswegen ist es zweifelhaft, ob eine absolute Anonymität überhaupt garantiert werden kann. Und je mehr die Zeit fortschreitet, und je mehr technische Möglichkeiten wir haben, umso eher ist die These von The End of Anonymity doch greifbar. Deshalb, so meine Conclusio, ist doch entscheidend, inwieweit kann ich den Schutz des Persönlichkeitsrechts durch einen sicheren Ausschluss der Reidentifikation erreichen. Und da ist es hilfreich zu wissen, dass wir im Datenschutzrecht ja nicht nur über die technischen Möglichkeiten, sondern auch über die organisatorischen Möglichkeiten verfügen, so etwas umzusetzen. Und das heißt, ich würde in diesen Fällen für die Nutzung dieser Daten dazu raten, dass der Forschungszweck in einem solchen Projekt ganz konkret definiert wird, entlang der legitimen Zwecke, die hier zu vereinbaren sind. Dann muss die Rechtsgüterabwägung dokumentiert werden. Die Rechtsgüterabwägung hat beispielsweise der Gesetzgeber schon gemacht mit dem Forschungsdatenzentrum nach § 303d. Da ist eine Forschung mit pseudonymisierten Daten zulässig für die 18 beteiligten Institutionen, was jetzt auch mit dem neuen Gesetzesentwurf erweitert werden soll. Der Gesetzgeber hat es auch gemacht im Krebsregistergesetz und er hat es auch gemacht in § 27 Bundesdatenschutzgesetz, in dem für die Fälle, in denen eine Einwilligung nicht eingeholt werden kann, das Überwiegen des Forschungsinteresses vor dem Geheimhaltungsinteresse eine Legitimation darstellt. Bei genetischen Daten müssen wir aber noch weitergehen, um den Schutz des Einzelnen zu erreichen. Es bedarf nicht nur eines Datenschutzkonzeptes, sondern es bedarf bei umfangreicher Probenverarbeitung, und das ist immer eine Würdigung des Einzelfalls, bedarf es auch einer Datenschutzfolgeabschätzung, die sämtliche Risiken nicht nur im Bereich der technischen Datensicherheit, sondern auch im arbeitsteiligen Zusammenwirken der Betroffenen würdigt und Risikomaßnahmen umsetzt, um sie zu minimieren, enthalten muss. Und schließlich, und das ist noch nicht überall etabliert, bedarf es einer Probentransfervereinbarung mit dem forschenden Unternehmen oder der forschenden Einrichtung mit Vertragsstrafen für Reidentifikationsversuche. Die aktuellen Gesetzgebungsvorhaben sehen hier auch weiterreichende Sanktionsmöglichkeiten vor. Und nach meiner Einschätzung ist unter Einhaltung dieser Vorgaben auch eine Forschung mit genetischen Daten möglich unter Bewahrung der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Vielen Dank.